und wünsche einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Morning Meeting und Live Trading der Markteröffnung mit Jens Glatt. Ja, ich will gar nicht so viele Worte verlieren heute Morgen, aber muss natürlich einmal auf den Risikohinweis eingehen. Bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Wird sicherlich interessant, was der Jens sagt, aber nichtsdestotrotz das nicht als Empfehlung verstehen. Das muss an der Stelle gesagt sein. Okay, dann auch nochmal offiziell guten Morgen, Jens, und freue mich auf das Webinar heute mit dir und übergebe jetzt den Bildschirm und wünsche viel Spaß. So, ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Einen Moment. Zack. Jetzt müsste man meinen Bildschirm sehen. Ja. Morning Meeting. Perfekt. Ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein zu dürfen und hoffe auf viel Input, den ich hoffentlich als Mehrwert dann euch präsentieren kann. Es ist wahrscheinlich, also es kommt nicht oft vor, dass man so vom Glück geküsst ist. Es hat ja alleine, oder es gibt alleine dadurch jetzt ein Gesprächsthema, weil der DAX gestern ja neue Jahrestiefs markiert hat und infolgedessen sich natürlich die Frage stellt, wie geht es denn jetzt auch auf der Unterseite weiter? Es kam gestern zu einer sehr interessanten Entwicklung. Da gab es jemanden im Morning Meeting, der hat gesagt oder die Frage aufgeworfen, ob man nicht gegen die Region um 11.000, 11.050 Punkte, ob man da nicht erwarten dürfte, dass der DAX vielleicht einen Boden ausbildet. Und der Gedanke grundsätzlich, der war absolut legitim und wie man gleich sehen wird, nicht nur zu diesem Zeitpunkt, als er ihn ausgesprochen hat, legitim, sondern es war auch so, dass der DAX tatsächlich gegen diesen Bereich sich jetzt zunächst einmal gefangen und stabilisiert hat. Sondern der DAX konnte auch tatsächlich dem weiteren Abgabedruck dann in dem Fall im Nasdaq am Nachmittag widerstehen. Auch dem Dow Jones, der jetzt zum Beispiel auf Jahressicht ins Minus gedreht ist. Genau das gleiche auch übrigens für den S&P. So. Oh, Verzeihung, das war jetzt einer zu schnell. Das will ich nochmal ganz kurz erwähnen. Der ein oder andere, der wird vielleicht ein bisschen irritiert sein. Beim vorletzten Mal, glaube ich, als wir hier zusammen ein Webinar hatten, da war der Veröffentlichungstermin für das Buch noch der 5.11. Das hat sich jetzt durch Anpassung von Grafiken verschoben auf den 3.12. Aber aus gegebenem Anlass kann ich einen ganz interessanten Hinweis geben, nämlich es wird so sein, dass auf der World of Trading, die jetzt am Freitag stattfindet und am Samstag, dass dort der Finanzbuchverlag bereits einige erste druckfrische Exemplare tatsächlich vor Ort hat. Das heißt also, wer dorthin kommt, der kann dort am Stand, trotz der Tatsache, dass eben das Buch erst ab dem 3.12. online, zum Beispiel über Amazon, verfügbar ist, kann er eben dort aber eine druckfrische Ausgabe eben tatsächlich erwerben. Ja, das ist einfach nochmal in diesem Zusammenhang. Wir werden, ich muss mal schauen, ob wir das heute im Laufe des Webinars noch machen, kurz auf die Webseite für das Buch nochmal eingehen. Das bietet sich eigentlich mal aus der Perspektive einfach an, weil wir dort eine schöne Möglichkeit eben haben, nämlich im Zusammenhang mit dem Monte Carlo Simulator eben zu arbeiten. Müssen wir mal schauen, ob das eben dann heute relevant wird oder ob wir es verschieben, so sage ich mal, oder vielleicht gar nicht machen. Mal schauen, wie sich das dann so ergibt. Ich switche gleich mal hier jetzt in den DAX hinein. Man kann sehen, ich habe bereits ein Orderfenster offen. Wir werden wieder einen Ansatz hier handeln, der in einem anderen Webinar, welches wir hier im Sommer, glaube ich, gehalten haben. Ich glaube, es war im Juli, August so in dem Dreh. Und zwar ist das ein klassischer Open-Range-Ansatz. Das ist ein relativ einfach duplizierbares Setup. Deswegen alleine schon von mir als gut befunden, weil desto weniger Input-Parameter ich habe, desto weniger Möglichkeiten habe ich hier im Grunde genommen rumzumanipulieren und zu versuchen, eben die Kapitalkurve zu optimieren in die Vergangenheit hinein. Es gilt natürlich, Anpassungen vorzunehmen, denn auf der Kehrseite eines solch grundsätzlich als rudimentär zu bezeichnenden Ansatzes ist natürlich das Problem, zum Beispiel, wenn du mit 1% Risiko arbeitest und bei einer Trefferquote von Pi mal Daumen 48%, so in dem Dreh, wenn es gut läuft, schaffst du mal die 50, bisschen mehr, 50%, 51% ab und an. Da gibt es aber auch Phasen, in denen läuft es gar nicht gut. Da gibt es dann zum einen eine Trefferquote, die eben nur im Bereich um die 40% liegt, zeitgleich das Payoff-Ratio, welches dann normalerweise so zwischen
ja, 1,3, 1,4 zu 1 liegt, daraus die Profitabilität zieht. Wir werden das gleich mal schriftlich übrigens festhalten. Jetzt können wir die Order platzieren. Ich werde gleich auch nochmal das Setup thematisieren. So, da oben sieht man dann auch übrigens das Take-Profit-Level, welches auch schon gegeben ist. Ja, dann ist es eben so, dass in Phasen, wo es nicht läuft, das kommt besonders vor in Märkten, die eben seitwärts schieben, größtenteils. Da so ein perfektes Beispiel, da könnten wir auch mal gleich einen Blick drauf werfen, ist euro-japanischer Yen. Das wäre jetzt mal so ein perfektes Beispiel eigentlich, um mal zu sehen, wie so ein Markt ausschaut, in dem solch ein Setup gar nicht funktioniert. Also hier ist die Stunde. Wir können nochmal ganz kurz hier auf den, zack, auf den Tag gehen. Kann man das relativ gut erkennen. Ja, das ist hier ein Marktumfeld, ganz besonders dort dieses Marktumfeld und das über die letzten Tage, seit Anfang November im Großen und Ganzen, wo wir überhaupt gar keinerlei Struktur haben, wo es zu vielen, vielen Fehlausbrüchen kommt, sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite wirklich kein Momentum aufgenommen wird, während eben Marktumfelde, in denen der jeweilige Markt, den man dort handelt, basierend auf diesem Ansatz, wenn er sehr, sehr stark trendet, dass dann eben das Payoff-Ratio für diese Trades phänomenal gut ist. Da haben wir auch in der Vergangenheit zum Beispiel, der ein oder andere wird sich vielleicht mal gefragt haben, habe ich den eigentlich hier offen? Nee, muss ich erstmal aufmachen. Da hat sich vielleicht mal die Frage gestellt, also hier ist mal der Daily, das ist jetzt der S&P. Habe ich da eigentlich was reingeschrieben? Nee, sollte ich vielleicht auch mal kurz machen, einen Augenblick. Also das ist der, ich glaube, Compliance, technisch muss man schreiben, US 500 CFD Daily. Also das ist das Äquivalent zum S&P 500 in den USA. Da wird sich der ein oder andere vielleicht mal gefragt haben, ist es eigentlich möglich, solche Bewegungen hier, solche, ja, dramatisch, will ich nicht sagen, also solche scharfen Abverkäufe, aber zumindest mal, ist es möglich, diese eigentlich zu kapitalisieren mit solchen Ansätzen? Und die Antwort darauf ist ganz klar ja. Auch wenn die Range, also von der wir arbeiten oder von der wir sprechen, relativ breit ist und aufgezogen, so ist es dennoch möglich gewesen, eben tatsächlich, wenn man stumpf den Ansatz einfach durchgehandelt hat, tatsächlich den Breakout zu traden. Und wenn man, und das hat man im S&P ja relativ häufig beobachten können, wenn wir uns den 15-Minuten-Chart uns mal anschauen, so, ich lasse die Linien jetzt einfach alle mal drin. Das ist eigentlich etwas, was mir gar nicht so gut gefällt, so viele Linien im Chart zu haben. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal diese Bewegung uns anschauen. Das war auch ein ziemlich dramatisches Beispiel tatsächlich, weil nämlich dann in den Abend nochmal eine sehr scharfe Gegenbewegung kam. Aber da hatten wir den Trade tatsächlich von der Open Range, so könnte man das zeigen, das war Ende Oktober. Da hatte man den Trade, ist man hier oben in diesem Bereich eingegangen und hat diese gesamte Abwärtsbewegung im Grunde genommen kapitalisieren können. Also es ist tatsächlich short positioniert gewesen. Und da sieht man eben dieses starke, trendige Umfeld, intraday-trendige Umfeld eben, von welchem dann eben dieser Ansatz relativ gut profitieren kann. Und so, jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, zurück zum DAX. So, und das ist natürlich jetzt ein Umfeld, welches dann diesen Ansatz auf jeden Fall favorisiert. Nichtsdestotrotz wird der ein oder andere fragen, apropos Vorteilsidentifikation, sind wir denn in dem Umfeld, in dem wir uns gerade hier im DAX befinden, sind wir denn da wirklich so gut beraten, uns auf der Long-Seite wiederzufinden? Und ich denke, die Antwort darauf ist tatsächlich ja. Das hat nämlich, wie gesagt, den Grund, und da schließen wir jetzt den Kreis zu den Gedanken von gestern früh, das hat nämlich jenen Grund, dass wir eben hier nicht scharf unter Druck geraten, also scharf unter Druck geraten sind im Sinne von, dass nach dem Anlaufen der 11.000er Marke ein Unterschreiten erfolgt ist und dann weiteres Momentum erfolgt ist, sondern dass wir uns haben gegen diesen Bereich stabilisieren können. Ich hatte gestern, und da gehen wir jetzt mal hier auf den Nasdaq, bevor wir uns dann den Daily auch anschauen können. So, einen Moment. Also das ist der Tageschart jetzt im DAX. Wir wollen uns aber mal hier jetzt erstmal den Nasdaq betrachten. Ich hatte gestern hier nämlich Folgendes thematisiert. Ich hatte gesagt, dieser Bereich um roundabout 6.560, 570 Punkte ungefähr. Der ist ziemlich signifikant. Wir sind den bereits angelaufen. Wir hatten auch gestern früh kurz thematisiert, die Amazon-Aktie oder auch Apple beispielsweise, die dort stark unter Druck geraten ist. Also Apple einfach, um das mal einzuordnen. Ja, ich will das mal kurz hier zeigen. Das ist ein Chart von gestern früh. Das ist gestern dann im Laufe des Tages nochmal eher ein bisschen schlimmer geworden, als dass es besser geworden ist. Ich will mal kurz hier so. Zack, Tab. Ach nee, Moment, ich mach's anders. Ich mach's anders. Einen Augenblick. Ich habe hier nämlich schon was vorbereitet. So, dann arbeiten wir mit diesem Browserfenster. Also das ist die Webseite zum Buchen. Da oben ist der Monte Carlo Simulator, von dem ich gerade sprach. Zu dem aber dann später mehr.
gesagt, zunächst einmal gehen wir kurz auf Twitter. Und da zeige ich eine Grafik von gestern. Übrigens, der ein oder andere, der wird sich jetzt vielleicht fragen, zumindest war das mal ein Feedback aus einem dieser Webinare hier. Naja, wie ist denn das jetzt hier mit Live-Trading? Müssen wir nicht die ganze Zeit auf den Chart starren und müssen wir da nicht Trades eingehen? Das ist ganz interessant in diesem Zusammenhang, also zumindest mal im Zusammenhang mit meinem Trading. So, auf die Grafik kommen wir dann gleich zu Apple. Mein Setup ist formuliert und jetzt warte ich einfach, ob das gefüllt wird oder nicht. Oh, da liegt im Markt. Ich vermute mal, jetzt wird sie gleich geholt werden. Da wird der Ausbruch wahrscheinlich dann initiiert werden. Aber selbst dann habe ich keinerlei Möglichkeit mehr in irgendeiner Form zu intervenieren. Also natürlich könnte ich jetzt dann, wenn der Markt seltsame Struktur beginnt auszubilden oder kurzer Spike auf der Oberseite erfolgt, das wäre das günstigste Szenario, dann eine ziemlich dynamische Bewegung, zu einer ziemlich dynamischen Bewegung ansetzt, sofort durchmarschiert, sagen wir bis 11.200, 220 Punkte und kurz vor Erreichen meines Take-Profit-Levels auf einmal in das Momentum verliert. Dann könnte ich natürlich diskretionär intervenieren, aggressiv im Stop nachwandern und dergleichen. Aber im Großen und Ganzen liegt die Order im Markt und das war's. Mehr kann ich nicht machen. Jetzt entscheidet der Markt darüber, ob er die Order auch fillt oder nicht. Wir hatten auch mal ein Event, da haben wir eine Order in den Markt gelegt, da wurde die Order nicht gefillt. Oder erst gegen Ende des Events wurde sie gefillt. Und selbst wenn sie dann gefillt ist und wir uns im Trade befinden, haben wir keinerlei Einfluss oder können nicht mehr Einfluss darauf nehmen, ob der Markt sich jetzt in unsere Richtung bewegt oder eben entsprechend nicht. Das ist, ja, wie soll ich sagen? Also erfahrungsgemäß ist das etwas, womit besonders Anfänger Schwierigkeiten haben, diese Kontrolle abzugeben. Aber es ist eben das, was im Grunde genommen die Basis ist, um einen auf Wahrscheinlichkeiten basierenden eine solche Denkweise zu etablieren und dann ein entsprechendes Trading auch umzusetzen. Ich weiß, dass der Ansatz funktioniert und ob er heute funktioniert und ob er einen Profit generiert oder eben nicht, das wird der Markt dann im Endeffekt eben tatsächlich zeigen. Deswegen habe ich überhaupt gar keine Schwierigkeiten, oder beziehungsweise nicht nur keine Schwierigkeiten, sondern deswegen kann ich sagen, die Order liegt jetzt im Markt und jetzt beschäftigen wir uns einfach mit anderen Dingen im erweiterten Sinne. Also mein Job ist jetzt tatsächlich als Trader getan. Ich habe auch in dem Buch, im Vorwort bereits, habe ich sehr provokant etwas formuliert. Ich habe nämlich geschrieben, dass es eigentlich das Ziel ist, eines professionellen, profitablen Traders seinen gesamten Ablaufprozess so langweilig wie möglich zu gestalten. Also klar zu strukturieren, einen ganz klaren Ablaufplan zu haben, den durchläufst du jeden Tag. Und das ist eigentlich komplett das Gegenteil von dem, was viele sich von einer Karriere dann im Bereich Trading versprechen. Da ist es nämlich dann eher so, dass die sagen, naja, ich möchte eigentlich aus meinem klassischen 9-to-5-Job ausbrechen, ne? Oder vielleicht ich suche eine neue Aufgabe, muss ja nicht ein Angestelltenverhältnis sein, kann auch Selbstständigkeit sein und dergleichen. Und sagen, ich möchte dann einfach was Neues, was Spannendes, was Spektakuläres, ja? wo ich spüre, dass es was kitzelt, dass sich was bewegt. Und in der Tat ist das erfahrungsgemäß meiner Erfahrung nach unfassbar kontraproduktiv. In der Tat ist es so, dass das Ziel tatsächlich sein sollte, und das wird man auch dann mit der Zeit, mit den Jahren, wird man das selber feststellen, beziehungsweise findet man das spätestens dann heraus, wenn man sich mit anderen professionellen Tradern, die eben auch ihren Lebensunterhalt eventuell mit Trading bestreiten, zusammensetzt und unterhält. Das ist tatsächlich so, dass das unglaublich langweilige Abläufe sind und wirklich schon Routinen, die tatsächlich sogar routinierter sind oder langweiliger sind als das, was man vielleicht vorher in seiner Tätigkeit als Angestellter, was auch immer, in welchem Bereich auch immer, eben erlebt hat. Und das ist auch tatsächlich essentiell wichtig und nicht etwas, was irgendwie zu verteufeln wäre oder tatsächlich sogar, ich gehe so weit und sage, dass das etwas ist, was diskussionswürdig ist. In der Tat erfordert Trading unfassbar viel Disziplin. Ein klares Befolgen eines vorher formulierten Plans, von dem man weiß, dass er einen profitablen oder dass er einen positiven Erwartungswert verspricht, dass er also profitabel ist, und diesen dann kontinuierlich und immer wieder durchzulaufen, ohne dass es irgendwelche sogenannte Second Guesses gibt, dass man das hinterfragt oder sonst dergleichen. Ich weiß, der Ansatz ist profitabel und wir werden sehen, ob er jetzt funktioniert oder ob er nicht funktioniert. Also das ist erstmal jetzt vielversprechend. Es sorgt aber jetzt nicht dafür, dass ich total aufgeregt wäre, weil es eben auch genug Momente gibt, wo dieser Ansatz eben nicht funktioniert. Ja, nämlich tatsächlich in mehr als der Hälfte der Fälle, leicht mehr als die Hälfte der Fälle, wenn ich bei 48% Trefferquote eben tatsächlich bin. Und das ist eben das, was ich an der Stelle dann einfach auch vielleicht mal erwähnenswert erachte. In dem Moment, wo du vor deinem Rechner sitzt und wo du
Adrenalin durchtränkt, schweißgebadet, schwitzige Finger zitternd, die Maus bedienend vor dem Rechner dich befindest, ist das ein Indiz dafür, dass du eigentlich nicht wirklich weißt, was du tust. Oder dass die Positionsgröße zu groß ist, die du gewählt hast. Oder beides. Beides allerdings nicht besonders günstig im Zusammenhang mit der langfristigen Profitabilität im Trading. Also das Ziel sollte eigentlich sein, etwas zu erreichen, und das vergleiche ich immer so ein bisschen auch mit Autofahren, das ist vielleicht ein bisschen greifbarer, weil das im Zusammenhang mit Trading doch relativ abstrakt ist. Man erinnert sich in dem Zusammenhang vielleicht mal so an seine erste Fahrstunde, die man hatte. Und wie war es damals? Damals war es so, dass es total aufregend war. Also ich kann mich sehr gut an meine erste Fahrstunde erinnern. Und das Spannende bei mir war, ich habe mit 16 damals bereits so ein, ja, ich glaube, in den 80ern hat man das Moped-Führerschein genannt. 70er, 80ern. Also das war dieser A1. Und das war also die Vorstufe zum großen Motorradführerschein. Und ich hatte also demnach schon Erfahrung im Straßenverkehr und bin da 2 Jahre lang im Grunde genommen jeden Tag gefahren. Und dann ging es eben mit 18 dahin, dass ich ihm gesagt habe, ich möchte aber jetzt auch zusätzlich noch einen Autoführerschein machen und dergleichen. Und während das mit dem Motorrad jetzt keine große Überraschung war, weil oder keine große Herausforderung oder mich irgendwie gekitzelt hat, weil die Karre war halt ein bisschen größer, aber mehr war es eigentlich nicht. Es war keine 125er mehr, sondern an der Stelle war es, glaube ich, eine 500 Kubikmaschine. Das war jetzt keine große Sache. Das waren halt 2 Räder, da war ein Motor drin und dann bist du dann halt losgefahren. Da war das beim Auto eben komplett anders. Und die erste Fahrstunde, die war halt wirklich aufregend, also weil es komplett was Neues war. Und was man aber jetzt zum Beispiel feststellt, wenn ich heute Auto fahre, ist das einfach Routine. Du setzt dich in das Auto rein, fährst halt los, fertig. Wo damals wirklich Nervosität war und wo du diese ganzen Eindrücke hast auf dich einprasseln sehen und alles im Grunde genommen bewusst erlebt hast, also sprich zum Beispiel in den Spiegel zu gucken, Blinker zu setzen, parallel auf die Anweisung dann in dem Fall des Fahrlehrers zu warten, dann zu gucken, ob da nicht noch irgendwo ein Fahrradfahrer einmal kreuz und quer über die Kreuzung schießt und so weiter und so weiter und so weiter, machst du das heute alles unbewusst. Also das heißt anders formuliert oder etwas dramatischer formuliert, wenn du deine schwangere Frau jetzt ins Krankenhaus fahren musst, ja, hast vielleicht noch dann ein zweites Kind, was hinten auf der am Sitzbank sitzt und Terror am Machen ist, hast du noch nicht mal Schwierigkeiten, dann parallel dazu noch mit der Freisprechanlage vielleicht die Familie zu informieren, es geht jetzt los, und vielleicht sogar noch einen Termin abzusagen bezüglich irgendeines Auftraggebers oder sonst dergleichen, der jetzt dann in irgendeiner Form noch in Aussicht steht. Und dann machst du beruhigend noch vielleicht die Musik an und all das kannst du aber ohne Probleme wirklich verarbeiten und bist ganz sicher und selbstverständlich im Straßenverkehr unterwegs. Und genau so, wenn man das jetzt 1:1 aufs Trading überträgt, genau so sollte Trading sein. Zu Beginn ist es eben so, dass diese Mega-Aufmerksamkeit, so nenne ich sie mal, die man dem Autofahren schenkt, dass die eigentlich am ehesten dazu führen wird, dass du einen Unfall bauen wirst, während halt dieses in Unterbewusstsein ablaufen, diese unbewusste Kompetenz, also neben den ganzen technischen Abläufen, jetzt Kupplung treten, Gas geben, am Berg anfahren, was weiß ich, was da noch alles kommt, dass man das eben in der Lage ist, genau in dieses Stadium zu bringen. Also das ist genau das Ziel, was du beim Trading im Grunde genommen verfolgst, dass der Ansatz, den du handelst, dass du weißt, was du tust, dass du Vertrauen hast in das, was du tust und dass du das einfach durchhandeln kannst, ohne eben jetzt diese ganze Aufregung, ohne diesen ganzen Stress, ohne diese enorme, ich nenne sie jetzt mal mentale Achterbahnfahrt, die man dort eben dann durchfährt. Und das vielleicht jetzt nochmal auch im Zusammenhang, wieso ich da jetzt gerade eben, ich meine, jetzt sind wir jetzt im Chart, man kann sehen, die Order gefüllt ist, aber ich hatte jetzt auch kein Problem damit, parallel dazu nochmal kurz die Apple-Aktie zu zeigen, die ich gleich noch zeigen werde. Es ist einfach ein Zustand, den du jeden Tag immer wieder durchläufst und es ist wie Autofahren, wo man mit der Zeit einfach genau diese Routine reinbekommt, was nichts Abstraktes mehr darstellt. Du weißt einfach, was du erwarten darfst. Und erwarten darfst bedeutet unterm Strich, ich darf erwarten, dass der Trade langfristig betrachtet, wobei ein Trade ein zufälliges Ereignis oder ein zufälliges Ergebnis produziert, die langfristige Aneinanderreihung von zufälligen Ergebnissen ein gesamtprofitables Ergebnis produziert. Also um es mal dann so zusammenzufassen. Und das vielleicht, ja, ich hoffe einfach, dass das einfach mal so eine Idee vermittelt, wie Trading eigentlich sein sollte. Und das ist übrigens auch etwas, was sich wie so ein roter Faden durch dieses Buch eben tatsächlich zieht. Das vielleicht auch nochmal, wo jetzt gerade die Motivation herkam, das zu thematisieren.
So, und jetzt kommen wir noch mal kurz hier zu der Apple-Aktie. Das war, wie gesagt, eine Grafik von gestern früh. Also das bedeutet, das war noch vor dem gestrigen Verlauf des Handelstages. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wo Apple geschlossen hat, was mit Apple passiert ist. Müsste jetzt mal, mach das mal der Vollständigkeit halber kurz hier, aber auf dem Parallelbildschirm. Wenn wir uns aber den Kursverlauf im Nasdaq anschauen, dann fällt es nicht besonders schwer, jetzt wahrscheinlich zu sagen, Apple wird wahrscheinlich noch weiter korrigiert sein, haben. Das gleiche gilt wahrscheinlich auch für Amazon. Worum es halt an erster Stelle geht, ist, dass dieser Drop eben im Technologiesektor, den hatten wir schon eine lange Zeit hatten wir das thematisiert gehabt, dass das in der Lage ist, eben tatsächlich für einiges nochmal an Turbulenzen zu sorgen und dann auch in der Lage ist, mit Sicherheit den DAX beispielsweise unter Druck zu bringen. Also der Technologiesektor, der war doch massiv überdehnt, möchte man sagen, auf der Oberseite. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich hier gerade eine Euro-Darstellung. Einen Moment. 176,98. Ah, sehr gut. Das ist ein Minus wahrscheinlich gewesen. Oder haben die gestern nochmal ein Plus gedreht? Ja, ist noch minus 0,78. Okay, also es ist auf jeden Fall noch ein Stück weit auf der Unterseite weitergelaufen. Also das, was eben passiert ist mit Apple und den 20% seit den Allzeithochs hier aus dem Oktober, 3. Oktober, da hat auch der S&P damals sein Allzeithoch da markieren können. Dieses Minus von 20% entspricht einer Liquidierung, so nennen wir es jetzt mal, von einer Marktkapitalisierung von über 220 Milliarden. Also nur um das mal in Relation zu setzen. Die Apple-Aktie, die hat eben jetzt so viel an Marktkapitalisierung verloren wie oder mehr sogar als Portugal in 2017 zum Bruttoinlands oder in Höhe eines Bruttoinlandsprodukts produziert hat. Ja, damit man mal so eine Vorstellung auch von der Größe des Unternehmens bekommt. Und natürlich ist das in der Lage, die Finanzmärkte durchzuschütteln. Und natürlich ist das auch in der Lage, eben hier sehr dramatisch dann auszuschauen. Nichtsdestotrotz ist es aber dennoch so, dass eben, und jetzt kommen wir, wie gesagt, nochmal hier zum Nasdaq, nichtsdestotrotz ist es eben so, dass der Bruch, der hier erfolgt ist, eben zum einen nicht so dynamisch erfolgt ist, wie es eigentlich dann gestern im Morning Meeting meinerseits thematisiert war. Also das heißt, Abschläge bis in den Bereich um 6.300, vielleicht sogar bis in den Bereich hier der Jahrestiefs um 6.150 Punkte, die sind nicht erfolgt. Also die Abwärtsstruktur ist zwar hier gestern durch diesen Fall auf tiefere Tiefs bestätigt worden, fallende Hochs, fallende Tiefs kann man sehen. Und wir sind weit davon weg, von einer günstigen charttechnischen Lage im Nasdaq zu sprechen. Aber wenn man eben das Ganze mal jetzt beginnt so ein bisschen aus der Distanz zu betrachten, fällt einem eben tatsächlich aber auch auf, wenn wir jetzt den Wochenchart zum Beispiel uns anschauen. Es ist zwar eine relativ tiefe Korrekturbewegung, die hier initiiert wurde, aber solange wir eigentlich oberhalb dieser Jahrestiefs aus 2018 6.150 Punkte notieren, ist diese Aufwärtsstruktur auf Wochensicht dann in diesem Fall nicht verletzt. Also das heißt, der bleibt weiterhin bullisch, dieser Grundmodus. Und ergänzend kommt eben hinzu, und da sind wir dann beim DAX, und deswegen auch, warum ich die Long-Seite im DAX heute eigentlich ganz günstig finde. Wir haben parallel dazu auch im DAX neue Jahrestiefs markiert. Also, nee, im Moment, das ist falsch formuliert. Wir haben neue Jahrestiefs markiert, nicht auch, sondern wir haben neue Jahrestiefs markiert. Aber es ist eben kein dynamischer Follow-through erfolgt, sondern wir haben tatsächlich im Bereich um die 11.050er Region eine Stabilisierung gefunden, also leicht oberhalb dieses Levels von 11.000 Punkten. Und das Interessante in dieser Konstellation ist eben, ich hatte eigentlich erwartet, dass wir auf der Unterseite weitermarschieren und dass wir den Bereich um 10.800 Punkte anlaufen. Das, was aber spannend ist, ist, dass das nicht geschehen ist, trotz des Druckes, der von der Wall Street kam, trotz der weiter anhaltenden Abwärtsdynamik. Und das ist durchaus etwas, was man gemeinhin als Stärke wohl bezeichnen darf. In dem Zusammenhang sei auch nochmal darauf hingewiesen, wenn man das jetzt noch ergänzen möchte, dieses Bild, dieses Gefühl. Wir sind auch sentimenttechnisch wieder in einem Bereich unterwegs. Jetzt muss ich allerdings mal kurz schauen. Also erstmal schauen wir uns den CNN Fear and Greed Index an. Und ich werde mal schauen, dass ich parallel eine Grafik finde. Die fällt mir jetzt gerade ein. Also die hätte ich zwar auch vorbereiten können, aber da fällt mir jetzt gerade eben
diese Grafik just in diesem Moment ein, nämlich der Fear and Greed Index. Der ist wieder in einem extremen Bereich angekommen, bei 7. Der schaut sich im Grunde genommen die Emotionen des Marktes an, basierend auf Umfragen, die eben der CNN dann erstellt. Das ist natürlich jetzt nicht, ich sag mal, Investors can be emotional and you can profit from that. Einen Moment. So, jetzt muss ich den Ton ganz kurz wegmachen. Also, es ist nämlich dann so, dass ein Sentiment-Extrem vielleicht sogar potenziell aufzeigt, welches auch vielleicht so ein bisschen dazu genutzt werden kann, zumindest kurzfristig eine Bodenbildung zu sehen. Das ist relativ ähnlich zu dem, was wir eigentlich schon mal thematisiert hatten, nach den Abschlägen, die wir im Oktober gesehen haben. Da haben wir eine ähnliche Konstellation eben tatsächlich gesehen. Und ich merke gerade übrigens, dass ich hier meinen Rechner etwas stark überlaste, habe ich, glaube ich, das Gefühl. Kannst ja das Video pausieren, rechts oben. Ah, das läuft noch. Oh, das ist nicht so gut. So, jetzt schaue ich nochmal ganz kurz, ob ich die finde, die Grafik. Also, das mache ich mal ganz kurz hier auf einem Parallelbildschirm. Diese Gedanken einfach, parallel dazu mache ich einfach mal den DAX Trade auf, um wenigstens was zu gucken. Jetzt zieht er übrigens nach unten weg. Also das ist jetzt sicherlich ungünstig. Das sieht eher nach einem Fehlausbruch auf der Oberseite aus. Ändert aber nichts daran, dass ich grundsätzlich glaube, dass wir vielleicht nicht mehr unbedingt eine Riesenchance haben, auf der Unterseite viel Performance zu sehen. Also das hat zum einen diese Sentiment-Geschichte oder diese Überlegung. Hat aber auch noch einen anderen Grund. In den USA steht nämlich zum Beispiel der Feiertag Thanksgiving an. Das ist gemeinhin eigentlich ein Tag, der wird dafür sorgen, dass morgen beziehungsweise Freitag dann auch, am Freitag gibt es nur einen verkürzten Handel, nichtsdestotrotz ist der Markt aber geöffnet, da gibt es einen sogenannten Black Friday, hat der ein oder andere vielleicht mitgekriegt, das sind jetzt die ganzen Angebote, die da im Retail so weiter, im Einzelhandel angeboten werden, diese ganzen Discounts und dergleichen. Und das Interessante in dieser Konstellation ist, so, ich glaube, ich habe die Grafik jetzt hier gefunden. Mal schauen. Oh, nee, Moment. Guck mal, ob das funktioniert. Ja, das sieht gut aus. So. Stichwort Fear and Greed. Und zwar diese Konstellation, die wir haben, Thanksgiving steht an. Das bedeutet tendenziell eher, dass die Volatilität sich auf dem Rückzug befinden wird. Also ich glaube, mit fortschreitender Stunde in den frühen Abend hinein wird man das dann schon bereits sehen. Ich habe Schwierigkeiten, wirklich dort enorme Volatilität zu sehen. Und mit Aussicht eben auch Thanksgiving, dass morgen der Handel geschlossen ist und dass Freitag eben sehr dünnes und dann nicht nur dünnes Marktumfeld, sondern auch ein verkürzter Handel stattfindet in den USA, ist absolut legitim davon auszugehen, dass es das nach unten zunächst einmal war. Also das heißt, neben diesem Price-Action-Signal kommt eben jetzt ergänzend auch noch ein saisonaler Faktor hinzu durch den Feiertag in den USA. Und wie gesagt, auch dieses Sentiment-Extrem. Das ist diese Grafik, die ist allerdings jetzt offensichtlich nur bis Ende Oktober laufend hier, aber eine Grafik, also hier vom 24. Oktober, eine Grafik, die ein Analyst erstellt hat, das ist Ryan Detrick übrigens, dem würde ich auf jeden Fall folgen, wenn ich bei Twitter aktiv bin, und der hat diese Grafik erstellt und er hat einfach mal diesen Fear and Greed Index als Oszillator drunter gelegt. Und was der macht, ist im Grunde genommen, er guckt sich den S&P hier als Liniencart an und stellt sich dann die Frage, okay, wenn wir in diesem extremen Fear-Bereich sind, also das heißt, unter 20, mittlerweile sogar unter 10 ja notieren. Was ist denn in der Vergangenheit eigentlich dann ausgehend davon passiert? Und was man erkennen kann, ist, dass das meistens in der Region war um ehemalige Tiefs. Also das wahrscheinlich, oder nicht das Wahrscheinlichste, das ist falsch formuliert, aber dass das ähnlichste Szenario, was wir gerade hier sehen, also was sich aktuell hier ausbildet im S&P, das haben wir schon mal Anfang 2016 gesehen. Also auch da haben wir eine Extreme Fear gehabt, ein sehr, sehr stark einseitig bärisches Sentiment. Wir sind dann kurz scharf gegengelaufen, um nochmal diese Tiefs dann anzulaufen. Das war damals Anfang Februar. Auch da sind wir nochmal in diesen Extreme Fear Bereich gelaufen, nur um von dort dann eine sehr scharfe Aufwärtsbewegung auf den Weg zu bringen. Sehr ähnliche Konstellation hatten wir auch hier.
Das ist dann tatsächlich Anfang 2018 der Fall gewesen, als wir die Jahrestiefs markiert haben. Auch dort sind wir nach einer scharfen Gegenbewegung nochmal in diesem Bereich zurückgesetzt. Und was man eben dann auch hier sehr, sehr gut erkennen kann, ist, dass wir auch von dort eine scharfe Aufwärtsbewegung auf den Weg gebracht haben. Natürlich, das ist jetzt sehr einseitig dargestellt, denn nur weil sich das damals so dargestellt hat, heißt das erstens nicht, dass es diesmal genauso auftritt. Und vor allem auch, wie war denn die damalige fundamentale Konstellation? Nehmen wir 2016 mal. Und auch dann besonders, warum diese scharfe Aufwärtsbewegung dann gegen Ende des Jahres initiiert worden ist. Das war nach der Wahl Donald Trumps, die Inaussichtstellung fiskalpolitischer Stimuli, Steuersenkung und so weiter. Wir hatten noch die EZB, die in vollem Gange war mit ihrem QE-Programm. Die Fed hatte zwar schon bereits begonnen mit ihrem Zinserhebungszyklus, aber der Zins war in Relation zum aktuellen Zinsniveau zum Beispiel noch relativ niedrig. Also es war grundsätzlich immer noch ein sehr, sehr expansives Markt. Politisches Umfeld, ja, so nennen wir es einfach mal. Und das hat sich natürlich jetzt hier dramatisch verändert, auch mit der Inaussichtstellung von Handelskriegen. Dann haben wir Italien, Diskussionen rund um den italienischen Haushalt, Großbritannien, Brexit. Es wird ja zwar, und das ist auch absolut korrekt, das mal auf Deutschland oder beziehungsweise auf Europa zu beziehen und natürlich darauf zu verweisen, auf die starken Handelsverflechtungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland. Nichtsdestotrotz sollte man sich auch vor Augen führen, dass Großbritannien selbstverständlich auch sehr starke Handelsbeziehungen mit den USA hat. Dass das dann zwangsläufig auch auf die US-Märkte durchschlägt, auf die US-Wirtschaft vielleicht durchschlägt und somit auch auf den Aktienmarkt. Wir haben geopolitische Spannungen, beispielsweise im Zusammenhang mit dem Iran. Die ziehen sich wie ein roter Faden und schwanken oder schweben wie so ein Damoklesschwert sowieso. Man möchte sagen, immer irgendwie über dem Markt. Nichtsdestotrotz ist die Situation auch hier weiterhin sehr, sehr dramatisch angespannt. Das sieht man spätestens an den Verfall im Ölpreisbereich zum Beispiel. Auch da könnte man sagen, das ist doch super. Das gibt ja immer so diese Daumenregel, diese Heuristik, dass man sagt, fallender Ölpreis ist doch super für die Wirtschaft, weil dann können die Unternehmen günstiger und somit auch profitabler produzieren. Das Problem in den USA ist nur, dass seit 2010 es hier zu einem dramatischen Anstieg eben im Ölsektor kam und der einen sehr, sehr großen Einfluss auf die US-Wirtschaft eben tatsächlich hatte, Stichwort Fracking. Und dann, dass der Ölpreisverfall hier dazu beiträgt, dass vieles des billigen Geldes seitens der Fed, was zur Verfügung gestellt ist, wurde nach der Finanzkrise und welches diesen Sektor, den Ölsektor in den USA aufgebläht hat, dass das dann bei solch einem Preisverfall im Öl, besonders einem so dramatischen Preisverfall innerhalb so kurzer Zeit, dass das eben dazu führen kann, dass es zu einer Kaskade von Zahlungsausfällen kommt. Das war auch übrigens eines der großen Themen, welche wir in 2014, Anfang 2015, 2016 so hatten, als es da zu diesen massiven Abschlägen eben im Ölbereich kam, wo wir da die Tiefs bis in den Bereich um ja, 25 US-Dollar pro Barrel gefallen waren. So, wenn man das alles kombiniert, dann ist die Konstellation sicherlich aktuell nicht allzu günstig. Und wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich davon ausgehen, dass wir nochmal solch eine Rallye starten auf der Oberseite jetzt hier anknüpfend an dieses Extremsentiment, dann würde ich eher sagen, ich denke nicht. Nichtsdestotrotz mit Aussicht dann nicht nur heute jetzt oder morgen, übermorgen auf eben das verlängerte Thanksgiving-Wochenende, sondern auch mit Ausblick auf die Tatsache, dass in den Jahresschluss hinein der Wirtschaftsjahreskalender ausdünnt, dass in den Jahresschluss hinein generell die Volatilität zurückgeht und dass normalerweise eigentlich ein saisonal günstiges Marktumfeld für Aktien ist, würde ich sagen, dass zumindest aber das Potenzial besteht für eine kurzzeitige Gegenbewegung. Und wenn ich das alles in Kombination setze, dann komme ich eben zu dem Schluss, dass auch auf den untergeordneten Zeitebenen der Vorteil wahrscheinlich eher auf der Oberseite liegen dürfte. Wir werden jetzt sehen, ob der Trade im DAX, ob der sich dann so ausgeht, günstig ausgeht, wie wir uns das hier natürlich erhoffen an der Stelle, dass da nochmal Dynamik aufkommt. Aber alles in allem würde ich zum Beispiel jetzt erstmal sagen, ich denke nicht, dass es hier nochmal signifikant für tiefere Tiefs reicht und für einen deutlichen Rutsch unter die 11.000er-Marke, sondern gehe eher davon aus, dass wir eine Gegenbewegung einleiten dürften. Auch wenn sich das charttechnische Bild im DAX erst mit einer Rückeroberung der 11.700er-Region, also diesem Bereich hier, eben beginnt erstmalig ein klein wenig aufzuhellen, wobei natürlich gesagt werden muss, solange wir unter der violettfarbenen Linie hier handeln, und was ist das? Das ist die 200-Tage-Linie. In diesem Zusammenhang ist es dann so, dass wir auf jeden Fall selbst dann bärisch blieben, aber nichtsdestotrotz Gegenbewegungspotenzial eben tatsächlich besteht. Und ja, das
in Summe eben der Grund, warum ich hier die Long-Seite im DAX aktuell favorisiere und warum ich auch vorstellen könnte, dass es hier vielleicht sogar zu einer Rückeroberung von der 11.200er Marke eben tatsächlich reicht. Das ist ein Bereich, den habe ich jetzt hier gar nicht so richtig ausgezeichnet, aber kurz nochmal überlegt, das können wir mal kurz nachholen. Das ist zwar nur ein ganz kurzfristiges Level, aber eins, was durchaus Action-Potenzial bieten könnte, also für den kurzfristigen Handel. Man kann nämlich erkennen auf der Stunde jetzt hier, also diese rotfarbene Linie, so, man kann nämlich relativ gut erkennen, ich nehme übrigens mal die Pivotpunkte raus, so, löschen, klick, so, man kann nämlich da erkennen, dass da so ein kleines Zwischenhoch sich ausgebildet hat. Und mit Rückeroberung, sollte das gelingen, mit Rückeroberung dieses Levels, wären weitere Aufschläge denkbar, die tatsächlich uns interessanterweise bis in den Bereich unseres Take Profits hier führen. Ehemalige Tiefs, 11.230, 11.250 Punkte. Das wäre dann so ein Ziel auf der Oberseite, welches wir ansiedeln könnten. Wie gesagt, sind wir mal gespannt, ob das ausreicht, die Dynamik auf der Oberseite. Vielversprechend ist das mit Sicherheit, was wir jetzt gerade hier zu sehen bekommen, nicht unbedingt. Aber da waren wir gerade eben schon, im Endeffekt entscheidet der Markt, ob er jetzt diese Hochs nochmal rausnehmen will oder eben, ob er sich dazu entscheidet, jetzt vielleicht nochmal die Tagestiefs dann anzulaufen. Ich hatte übrigens versprochen, dass ich dieses Setup nochmal kurz zeige, welches wir dann auch nochmal hier durcharbeiten wollen. Moment, ich muss mal eben, wo ist er denn da, ist die Handelsstrategie. Ich hole mal ganz kurz die Folie heraus, die wir hier im Juli, August kreiert hatten und die wir dort präsentiert hatten. Einen Moment. Wo haben wir es denn? Ja, sehr schön. Also aus aktueller Folie. So. Achso, ja, Moment, ich mache das mal ganz kurz wieder zurück. So, wir fangen einfach mal oben an. Also, wir stellen mal ganz kurz das Setup vor, welches ich da jetzt einfach so eingehackt habe und wo ich dann davon ausgehe, dass eben jeder damit schon was anfangen kann, was allerdings in den seltensten Fällen der Fall ist. Deswegen, ich präsentiere das nochmal ganz kurz. Also, es geht darum, erstmal einen Vorteil zu identifizieren, was wir tun via das 50er 5-Minuten EMAS. Das heißt, wir schauen uns an, mittels eines gleitenden Durchschnitts, ob wir ober- oder unterhalb dieses traden, ja, und wir sehen aktuell, wir handeln drüber. Dann kann man auch schon mal so eine Idee jetzt bekommen, okay, warum sind wir long? Weil wir drüber handeln. Das ist im Grunde genommen die relativ einfache Filtermethode. 50er EMA auf den Chart gelegt, handeln wir drüber, handeln wir nur die Long-Seite, handeln wir drunter, handeln wir nur die Short-Seite. Und dann bestimmen wir eine Handelsspanne zwischen 8 und 9.05 Uhr. Auch das möchte ich ganz kurz erklären, wie diese komische Zahl, auf den ersten Blick komisch anmutende Zahl 9.05 Uhr zustande kommt. Normalerweise kennt man das ja, dass man Range arbeitet von 8 bis 9 beispielsweise. Ich arbeite mit einer von 9.05 Uhr, weil ich weiß, dass um 9 Uhr die Kasse in den Markt kommt, also Xetra-Handel einsetzt. Zwischen 8 und 9 ist es so, dass im Grunde genommen der FDAX an der Eurex Future-Handel, dass der unter sich ist und dann ab 9 kommt eben Xetra hinzu und was man dann eben sehen kann, in spätestens der Nachbetrachtung, wenn man sich den Handelstag nochmal anschaut, man kann feststellen, dass man um 9 und dann um 17.30 Uhr, wenn die Kasse schließt, einen relativ starken Anstieg eben im Volumen feststellen kann. Und dieser starke Anstieg im Volumen, der resultiert eben dadurch, dass eben der Kassehandel dann in den Markt kommt. Und das sorgt wiederum dafür, dass es zu sehr stark erratischen Bewegungen kommt, in die eine oder auch in die andere Richtung. Und was ich vermeiden möchte, ist einfach, dass ich hier bei einer definierten Range zwischen 8 und 9 Uhr dann zufällig eben in einen Trade eingestoppt werde, wo die Nachhaltigkeit der Bewegung aber gar nicht gegeben ist, sondern das einfach nur durch die Tatsache begünstigt wird, dass wir eben diesen starken Volumenanstieg oder diese Masse an Marktteilnehmern in den Marktströmen sehen, die dann eben die Bewegung in die eine oder andere Richtung eben entsprechend provoziert. So, nachdem ich diese Handelsspanne dann also definiert habe, handle ich den Bruch aus der Range in Richtung des identifizierten Vorteils. Also das heißt, wenn ich jetzt die Range, wie im heutigen Fall zwischen 8 und 9 und 5 definiert habe, wir traden dann oberhalb des 50er EMAs auf 5-Minuten-Basis, trade ich eben entsprechend den Ausbruch auf der Long-Seite, ist es an dieser Stelle. So, und das wollen wir dann mal anhand jetzt, dazu mache ich mal kurz ein Word-Dokument auf, so, wollen wir das mal kurz hier. Moment.
Wollen wir das mal ganz kurz hier beispielhaft illustrieren? So. Also, wir haben gesagt, wir können es übrigens auch umdrehen. Also, ob ich jetzt zuerst die Range definiere oder ob ich den Vorteil zuerst identifiziere, das spielt eigentlich gar keine wirkliche Rolle. Also, erster Schritt ist, definiere Range zwischen 08:00 und 09:05 Uhr. Da haben wir dann, obwohl ich kann es auch so machen, da haben wir dann ein Tief hier gekennzeichnet. Übrigens, das ist mit dem sogenannten Breakout-Indikator. Kann man einen Indikator sich auch in den MetaTrader legen, der einem diese Range dann automatisch gibt. Also ich ziehe das mal hier ein bisschen rüber. So, da zum Beispiel. Ja, das kriege ich für jeden Tag in diesem Zeitintervall von 8 bis 0,05 eben tatsächlich automatisch hier in die Plattform gegeben. Das Tief der Range ist hier. Das ist diese Kerze. Tatsächlich gleich die 8-Uhr-Kerze. Das ist die 11.121. 11.121. Und das Hoch der Spanne, das liegt hier in dieser Kerze. Das ist die heute 8.35 Uhr Kerze. Das liegt bei, na, muss mir das nicht anzeigen. So, das ist hier die 11.100 58er Marke 11.158 1 Bilder. So. So, das ist also die Range, die es zu definieren gilt. Dann identifizieren wir in der zweiten im zweiten Schritt definieren wir hier definiere den Vorteil. Doppelpunkt. Wir traden oberhalb des 50er EMA auf 5 Min Basis. Ergo nur Long Setups. So, und dann ist der dritte Schritt. Trade den Break aus dieser Range hier in Richtung des identifizierten Vorteils, Stop in dem Fall unter dem Tief der identifizierten Handelsspanne, ja, Take Profit, das ist dann 1 R und Take Profit wird im Abstand von 2 R ausgehend vom Entry eben gesetzt. Das bedeutet, für unseren Fall, Setup lautet, Entry Long ist die 11.158, Stop ist die 11 1,21, damit haben wir ein Risiko, da steht ein I. Risiko von 37 Punkten, 37 Punkte. Das ist also, Klammer auf, gleich 1 R. Und dann ist unser Ziel im Abstand von Chance, Doppelpunkt 2 R gleich 37 mal 2 gleich 74 Punkte entfernt. So, das setzen wir jetzt einfach da oben drauf auf dieses Level hier, 11.158. Damit haben wir unser Ziel dann bei 11.232. So, und das war's schon. Also das hat jetzt ein bisschen länger gedauert tatsächlich. Also wenn du das jeden Tag machst, dann ist das eine Sache von einer Minute vielleicht. Hast das Setup entsprechend formuliert. Und es funktioniert auch in der Tat, dazu kann ich gleich nochmal eine Grafik geben, die wir es präsentieren. Ist vielleicht auch ganz interessant. Ja, sehr schön. Fred schreibt gerade, ich bin short im DAX. Ja, ich wünsche dir, dass der Trade aufgeht. Also ich meine es wirklich ernst, das ist jetzt ein bisschen überraschend vielleicht, aber ja, wir sind zwar long, nichtsdestotrotz ist es so, dass sicherlich auch die Shortseite valide Gründe eben hat, warum sie aufgehen könnte. Also ich habe ja gerade geschildert, weswegen ich jetzt ungern short wäre. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass jemand, der
ein bestimmtes System tradet, von dem er weiß, dass es profitabel ist, dieses Trade, diesen Trade auf jeden Fall dann von der Shortseite oder dieses System umsetzt und der Trade dann auch auf der Shortseite natürlich laufen könnte. Ja, da sind wir dann nämlich wieder bei dem zufälligen Ergebnis eines einzelnen Trades. Sprich, es geht in einem Trade nicht darum, richtig oder falsch zu liegen, denn das Ergebnis dieses einen Trades ist zufällig. Es ist ja die Aneinanderreihung von vielen zufälligen Ergebnissen, die unterm Strich dann eben zeigt oder zeigen sollte, dass es sich um einen profitablen Ansatz, also um einen Ansatz mit einem positiven Erwartungswert eben handelt. Genau, das könnte man auch noch mit einführen. Das ist ein Einwand von Heiko. Das ist jetzt, ich bezeichne das immer sehr, sehr gerne als Basis-Setup. Ich tue mich sehr schwer damit, ein vorgefertigtes Setup zu geben mit allen Parametern, was ich dann sage, hier hast du das in Anführungsstrichen Template, handel es einfach so durch. Der Hinweis jetzt zum Beispiel in Bezug auf die Range-Breite ist ein absolut valider. Es ist zum Beispiel in meinem Fall so, dass ich sage, ich trade diesen Open-Range-Ansatz auch nur dann, wenn die Range 0,2% vom aktuellen Indexstand beträgt oder größer ist. Also das bedeutet, wenn wir jetzt hier zum Beispiel uns den DAX anschauen, der bei 11.150 Punkten notiert, dann hole ich jetzt mal kurz einen Taschenrechner raus, Rechner, und illustriere das mal ganz kurz. Also 0,2% sind 0,002. Und dann sind das 22,3 Punkte. Also das bedeutet, anders formuliert, eine Range, die kleiner ist als 22 Punkte, würde ich mit diesem Open-Range-Ansatz, den ich gerade formuliert habe, nicht traden. Allerdings ist das eine Filterfunktion, die ich für mich selber eingeführt habe. Das ist keine Filterfunktion, die in Anführungsstrichen allgemeingültig ist. Also bedeutet etwas anderes. Es kann sein, dass jemand sagt, ich arbeite gar nicht mit dem Filter, mir ist es völlig egal, wie breit die Range ist. Dann gibt es Leute, die sagen, 0,2 ist eigentlich noch zu eng, ich will eigentlich eine Range von 0,3% haben und so weiter. Es gilt eben dann für sich selber, für seinen Typ, für seinen Charakter, diese optimalen Parameter eben hier sich zu erarbeiten und dann vor allem auch zu schauen, ob das natürlich noch funktioniert. Was nicht sein sollte, was man vermeiden sollte, ist, dass wenn man einen Filter reinlegt, also nehmen wir das jetzt mal nicht in Bezug auf die Range-Breite, sondern nehmen wir das mal vielleicht in Bezug auf den EMA als Vorteilsidentifikator, was jetzt äußerst ungünstig wäre, wenn ich jetzt hier, was ich übrigens mal kurz zeigen kann, was durchaus sinnvoll ist, so. Das ist das Ergebnis eines Backtests für den Zeitraum Juli 2016 bis August 2017, was jetzt, also ausgehend von diesen Input-Parametern, was jetzt natürlich äußerst ungünstig wäre, wenn ich jetzt das mit einem EMA 50 laufen lasse, es gibt profitables Ergebnis im Backtest, und dann habe ich einen EMA 48 und einen EMA 52, also in der nahezu unmittelbaren Umgebung oder Nachbarschaft dieses 50er EMAs, nur um dann festzustellen, da funktioniert es nicht. Das würde eher darauf hindeuten, dass der Handelsansatz fragil ist. Also das bedeutet, dass er nicht robust ist und dass er abhängig ist von bestimmten Input-Parametern, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben. Auch das gilt es natürlich für uns dann in einem Backtest zu testen. Aber ja, Fakt ist dann einfach in dieser Konstellation, dass ich mir da ernsthafte Gedanken machen sollte, ob das wirklich ein Handelsansatz ist, den ich zu traden plane. Weil wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass der mal in dem Zeitfenster gut performt hat, dann aber in Zukunft nicht mehr gut performt, relativ hoch ist, also nicht robust ist. Ja, das gilt natürlich auch für zum Beispiel für solche eine Filterfunktion, wenn ich ihn drauflege mit einer jeweiligen Range-Breite, die zum Beispiel erfüllt sein muss, so dass ich überhaupt einen Trade eingehe. So, also das im Zusammenhang mit der Theorie dahinter. Jetzt wollen wir damit aber vielleicht auch mal ganz kurz noch arbeiten. Das bietet sich durchaus an, denn das ist auch mit einer der Gründe, weswegen ich übrigens die Webseite für das Buch mit auf den Weg gebracht habe. Ich habe es besonders im Zusammenhang mit Trading-Büchern, also ich habe viele sehr gute Trading-Bücher gelesen, aber es waren auch einige dabei, die waren so ein bisschen hakelig, sag ich mal. Die waren nicht per se schlecht. Ein Buch kann nicht schlecht sein, wenn ich mindestens einen Mehrwert, eine Information aus dem Buch für mich ziehe, welches mich in meinem Trading voranbringt. Es ist unmöglich, also das gilt für jedes Buch übrigens. Egal, ob es jetzt aufs Trading bezogen ist oder auf Psychologie oder auf was weiß ich was. Fakt ist aber auf jeden Fall einmal, dass es nichtsdestotrotz
das ist das, was mir dann im Nachgang halt aufgefallen ist, dass es wahrscheinlich besser gewesen wäre, wenn man die dort im Buch vermittelten Inhalte vielleicht in praktischer Form irgendwie zugänglich gemacht hätte. Also sprich, dass man das, was man dort gelesen und auch dann in diesem Moment gelernt hat, dass man das gleich mal in der Praxis anwenden darf, um einen optimaleren Lerneffekt zu erzielen. Und ich glaube, das hätte das gesamte Lesen dieses alles in allem durchwachsenen Buches oder des vielleicht durchschnittlichen Buches vielleicht noch erhoben. So. Und zudem kommt hinzu, dass ich sowieso jemand bin, der sehr, sehr gerne auch dann gleich das mal ausprobiert und das in der Praxis gerne sehen möchte. So, Idee war dann folgerichtig, setzen wir einfach eine Webseite für das Buch auf, beispielsweise im Zusammenhang mit dem Risiko-Money-Management. Es sind ja die drei Säulen profitablen Trades, die in dem Buch vorgestellt werden. Und Risiko-Money-Management kann auch ein sehr, sehr dröges Thema sein. Ich kann das aus Erfahrung sagen, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre. Live-Trading insgesamt ist immer ein sehr, sehr spannendes Thema. Es hören sich viele Leute an. So, jetzt haben sie das Setup. Haben Sie gesehen, der Trade, der aktuell sich günstig entwickelt, ja, also es könnte sicherlich besser laufen, aber es könnte auch deutlich schlechter laufen. Und jetzt ist der Trade durch und jetzt gehen wir eben in die Theorie und jetzt fangen wir an, das Thema zum Beispiel Risiko-Money-Management zu beleuchten. Jetzt fangen wir dann an, zum Beispiel den Erwartungswert auszurechnen, mit Payoff-Ratios zu arbeiten und so weiter und so weiter. Und was man dann immer, was ich habe immer beobachten können, war, dass es einen unglaublichen Drop gab in der Teilnehmerzahl. So, oh, jetzt ist das Setup durch, okay, schön und gut, wunderbar, ab geht's und tschüss. Jetzt ist sowieso, was uninteressant wird, das ist halt jetzt so dieses, nennen wir es mal, dieses Pauschal-Blabla, so riskiere nicht mehr als 1% deines Trading-Kapitals und dergleichen. Und das war mit auch eine Motivation, wo ich dann gesagt habe, es sollte vielleicht etwas sein, was das Ganze lebendig gestaltet und was das Ganze, das zeigt, dass es nicht nur wichtig ist, sondern dass das auch Spaß machen kann, das zu analysieren und dass man das auch gleich für sein Trading anwenden kann. Das ist ja nicht bezogen jetzt nur auf diesen einen Handelsansatz, sondern wenn man weiß, welche Kernparameter sein eigenes Trading, auf welchen sein eigenes Trading basiert, wenn man eine ganz klare Dokumentation hat in seinem Trading Journal, wenn man ein externes Tracking-Tool zum Beispiel bedient, da gibt es ja FXBlue zum Beispiel. Und ich habe eine klare Idee darüber, wie ist meine Trefferquote, wie ist mein Auszahlungsverhältnis, also Payoff-Ratio, dann kann ich damit einfach sehr, sehr gut arbeiten und kann eben zum Beispiel simulieren. Das sind zwar Daten aus der Vergangenheit, aber sie geben eine sehr gute Idee, was könnte bei einer unterschiedlichen Anordnung der Treffer eben tatsächlich passieren mit meiner Kapitalkurve. Oder auch die Beantwortung der Frage, ist das, was ich tue, überhaupt profitabel? Das ist, tatsächlich ist es so, dass das, es gibt ja Handelsansätze, jetzt mal ganz trivial gesprochen, die haben eine Trefferquote um die 90%. Da geht man auf 10 Pips im Grunde genommen und arbeitet ohne Stop, der durchschnittliche Verlust liegt irgendwo um die 100 Pips. Da kann man ausrechnen, dass der Erwartungswert negativ ist und es ist nur eine Frage der Zeit, wann dieses Konto einem um die Ohren fliegt, jetzt mal ganz plump gesprochen. Und das ist etwas, was aber nichtsdestotrotz viele gar nicht so sehen. Also das heißt, man kann dann auch in persönlichen Gesprächen feststellen, dass dort der Gedanke sich über die Jahre manifestiert zu haben scheint, dass es eigentlich bei der Profitabilität im Trading nur darum geht, bin ich am Ende des Tages, habe ich ein positives Ergebnis oder habe ich eben kein positives Ergebnis? Und in der Tat könnte nichts falscher sein als das eben tatsächlich. Denn wie wir gerade jetzt ja schon 3, 4, 5 Mal gesagt haben, das Ergebnis eines einzelnen Trades oder auch eines einzelnen Handelstages ist eben als solches zufällig. Es kann durchaus mal eine Serie von 10, 15 Tagen geben, wo wir kein Geld mit unserem Trading verdienen. Das heißt aber nicht, dass wir unprofitabel sind. Das heißt etwas anders nur formuliert, dass unser Handelsansatz derzeit mit den Marktbedingungen nicht korrespondiert. Oder um es mal ein bisschen plumper und ein bisschen plastischer vielleicht auszudrücken, wir stellen uns einfach dazu vor, wir haben eine Eisdiele, die steht an einer Strandpromenade. Es ist Sommer, okay? Nichtsdestotrotz, es regnet gerade. So, in Strömen. Es regnet Bindfäden. Dann kann man nicht erwarten, dass die Leute zum Strand strömen und sagen, hui, jetzt ab ins kühle Nass. Ja, dafür brauchen sie nicht ins Meer zu springen, können sich vor die Tür stellen, können sich nass regnen lassen. Und genau diese Überlegung dahinter ist eben das, womit es, glaube ich, so ein bisschen auch aufzuräumen gilt. So, jetzt habe ich eine lange Einführung gemacht. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen dieses Ergebnis, das man hier sehen kann, einfach mal in diesen Monte Carlo Simulator einfach mal reinpacken, damit wir das mal in der Praxis sehen, wie das funktioniert. Wir haben jetzt in diesem Zeitintervall hier eine Anzahl von 225 Trades. Also das heißt, wir können ungefähr über den Daumen sagen, 220, 250 Trades, das umfasst ungefähr dann ein Jahr. Das ist gleich wichtig, das wird man sehen, warum. Und wir haben dann eine Anzahl gewonnener Trades von interessanterweise nur 41,8%. Ich will das mal aufrunden auf gleich 42%. Damit können wir dann gleich einfacher arbeiten, in Anführungsstrichen, da müssen wir nicht so viele Kommas setzen.
Ich hatte gerade gesagt, ein Open-Range-Ansatz. Normalerweise hat er eigentlich eine Trefferquote um die so 47, 48%. 42% ist also schon trefferquotentechnisch unter dem, was man erwarten darf. Was wir aber auch sehen, ist eine positive Kapitalkurve, hier im Strategietester im MetaTrader erstellt. Das heißt also, offensichtlich ist das Auszahlungsverhältnis durchschnittlicher Gewinn zu durchschnittlichen Verlusttrades deutlich positiv. Ist es in der Tat, liegt bei 1,57 zu 1. Also das heißt, durchschnittlicher Gewinn lag bei 157 Euro, durchschnittlicher Verlust hier bei 99,70 Euro, also 1,57. Ausgangskontogröße waren 10.000 Euro. Und jetzt packen wir das einfach mal in diesen Monte Carlo Simulator. Also hier die Webseite zum Buch, trader-dasbuch.de. Das kann man im Nachgang sehr gerne auch mal besuchen, kann man gerne durchspielen. Ist alles kostenfrei verfügbar. Das heißt, einfach nur hier oben draufklicken, dann kann man hier diese Parameter rein tippen. 10.000 Euro. Wir hatten gesagt, 225 Trades. Wir gehen jetzt mal von 500 Trades aus. Damit haben wir einen Zeitraum, wenn wir diese Parameter in der Lage sind zu stabilisieren, um Trefferquote und das Auszahlungsverhältnis, haben wir ungefähr einen Zeitraum hier von 2 Jahren, der das abbildet. Dann haben wir eine Trefferquote von 42% zu unseren Gunsten nach oben aufgerundet. Wir wollen aber hier mit einem Payoff-Ratio arbeiten von 1,5 zu 1. Das ist zu unseren Ungunsten abgerundet. Das ist übrigens etwas, was ich auch gerne mache, zu meinen Ungunsten das Ergebnis zu verändern und einfach so zu tun, als wenn ich eigentlich schlechter performt hätte. Weil wenn ich dann trotz der schlechteren Gesamtumstände in der Lage bin, dennoch positiv zu performen, kann ich davon ausgehen, dass wenn es gut läuft, ich erst recht positiv performe und mein Weg auf der Unterseite wiederum auf der Kehrseite allerdings weniger, also meine Fallhöhe, wenn es dann schlechter läuft, nicht so hoch ist. So, dann haben wir 15 Simulationsdurchläufe. Das bedeutet etwas anders, dass wir hier 15 verschiedene Kapitalkurven erstellen. Wir können auch 20 machen, wir können auch 50, wir können auch 100 machen. Das Problem ist nur, dann haben wir am Ende nur noch einen bunten Eimer Knete an Kapitalkurven. Und das wollen wir vielleicht, sollten wir vielleicht vermeiden. Wir arbeiten einfach mal mit einem Risiko von 1% pro Trade. Wir klicken auf Simulation starten. Jetzt erhalten wir verschiedene Kapitalkurven. Sehen offensichtlich, hier gab es eine Kurve, da haben wir fast das Konto verdoppelt innerhalb kürzester Zeit. Das war ein sehr, sehr günstiger Lauf, kaum Drawdowns, aber zum Ende hin hat der Markt dann eben klassische Mean Reversion gesehen, ist also zum Normal zurückgependelt und auch nicht mehr der Top-Performer dann performance-technisch. Wir sehen eine Kapitalkurve hier unten, die hat nicht besonders gut performt. Ja, da kann man auch sehen, wenn es schlecht läuft in solch einer Simulation, kann es auch sein, dass wir nach 2 Jahren dennoch ein negatives Ergebnis haben. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass der übergeordnete Handelsansatz mit den jeweiligen Input-Parametern dennoch profitabel ist. Das ist das, was ich gerade meinte mit, wir stellen uns vor, wir haben eine Eisdiele, stehen an einer Strandpromenade im Sommer und es regnet. Das ist dann halt so. Und dann gilt es eben, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um eben einen möglichen Drawdown nach unten hin abzuschwächen. Aber worum es eigentlich geht, ist weniger die Kapitalkurven, sondern was, glaube ich, viel interessanter ist, ist das, was hier rausgeschmissen wird an Output-Parametern, zum Beispiel der größte maximale Drawdown oder die maximale Anzahl folgender Gewinner und folgender Verlusttrades. Wir haben hier zum Beispiel 18 Verlusttrades in Folge, wo kein Profit entstanden ist, also beziehungsweise wo wir einen Verlust generiert haben. Es ist ganz interessant, diese Information, weil wenn wir jetzt mal auf das Backtest-Ergebnis schauen, dann sehen wir, dass die maximale Anzahl von aufeinanderfolgenden Verlusttrades hier 5 betragen hat. Also Gewinner und Verlierer jeweils 5. Welche Informationen können wir daraus ziehen? Ausgehend von unserem Backtest, den wir für unseren Handelsansatz haben laufen lassen, wir haben die Information, dass wir offensichtlich ein äußerst günstiges Marktumfeld hatten. Zwar nicht in Bezug auf die Trefferquote, aber in Bezug auf die Anzahl aufeinanderfolgender Verlusttrades an dieser Stelle. Das bedeutet etwas anders formuliert. Dank solch einer Simulation sind wir plötzlich in der Lage, uns mental gut darauf vorzubereiten, was wir erwarten können, sollte das tatsächlich bei einer Stabilisierung eben der Trefferquote und des Auszahlungsverhältnisses bleiben. Es kann dann durchaus sein, dass wir mal in dem Fall, wenn wir jetzt 5 Trades pro Tag, Entschuldigung, nicht pro Tag, 5 Trades pro Woche davon ausgehen, dass wir hier fast einen Monat im Grunde genommen nicht einen Gewinntrade sehen. Und wir wissen selber aus eigener Erfahrung, ich glaube, da spreche ich vielen aus der Seele, wie schwierig das ist, schon nach einer Serie von 3, 4 Trades an dem Handelsansatz festzuhalten, ohne nicht in den Modus zu verfallen, dem Gedanken zu unterliegen, naja, dann nehme ich halt einen anderen Handelsansatz, funktioniert der halt nicht. Das ist bei solchen Trefferquoten tatsächlich ganz normal. Ändert aber nichts daran, dass der Erwartungswert des Ansatzes, wenn wir diese Parameter stabilisieren können, positiv ist und über die Vielzahl von Trades, die wir über die Zeit machen, dennoch ein positives Gesamtergebnis eben haben. Übrigens, was ich immer empfehlen würde, ist, auch bei dieser Berechnung jetzt hier, dieser Input-Parameter, Kommission mit einzubeziehen oder auch im Falle des DAXes, wenn man keine Kommission hat, dann auf jeden Fall hier eine Betrachtung auch von
validen Daten eben zu haben, nach Möglichkeit auch vielleicht deswegen hier eine Revision nach unten vorzunehmen, weil zum Beispiel Slippage im Demo-Modus ausgeblendet wird oder im Backtest, das vielleicht günstiger gerechnet wird. Alles so etwas, das spielt dabei einem Backtest durchaus eine Rolle und erklärt auch oder zeigt auch auf, warum es ganz sinnvoll sein kann, da eben Anpassungen nach unten vorzunehmen. Und so, jetzt kommen wir aber nochmal zurück zu einer anderen Komponente, nämlich dem größten maximalen Drawdown. Hier ist es in diesem Zusammenhang eben so, ein größter maximaler Drawdown von 33% bedeutet, ich habe ein Drittel meines Kontos versenkt. Das heißt, Kapitalrücksetzer. Wir sehen aber auch, es sind 5.000 Euro. Hier ist es gleich in Euro ausgedrückt. Das wird den einen oder anderen jetzt überraschen. Wir haben doch eigentlich nur mit 10.000, sind wir doch gestartet. Dieser maximale Drawdown, der bezieht sich auf den jeweiligen Kapitalstand der Kurve. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Diese Kurve, die ist dann bis auf 15.000 Euro nach oben getradet worden im erweiterten Sinne. Und dann hat es den Rücksetzer zurück auf die 10.000er Marke gegeben. Das ist dann eben auch ein Rücksetzer hier von 33%. Aber tatsächlich spielt der Eurobetrag da eine untergeordnete Rolle. Es zeigt, dass es denkbar ist, dass abhängig von der Anordnung der jeweiligen Treffer und Verlierer, oder Gewinner und Verlierer, dass eben solche Drawdowns möglich werden. Und 33% maximaler Drawdown übersteigen zum Beispiel schon signifikant meine persönlich gegebenen Risiko, Vorgaben. Also sprich, wenn ich ein Konto handle, dann wird allerspätestens eigentlich schon bei 10% maximalem Drawdown mal evaluiert, was da jetzt gerade schief läuft. Weil 10%iger Drawdown bedeuten für mich schon, da geht eine Warnlampe an, die sagt, irgendwas läuft gerade hier nicht gut in deinem Trading. Es kann sein, dass die Marktbedingungen nicht stimmen. Der Ansatz bleibt weiterhin profitabel, aber es gilt eine Maßnahme zu ergreifen. Ich kann da nicht einfach weitermachen und hoffen, dass es schon früher oder später gut werden wird. 25% ist eigentlich so eine Linie im Sand, eine rote Linie im Sand. Da wird der Handel komplett ausgesetzt. Da wird erstmal alles auf den Kopf gestellt, genauestens untersucht, was funktioniert mit dem Handel nicht, was funktioniert mit mir nicht. Da wird auch mein sogenanntes Trading-psychologisches Profil noch einmal durchgelaufen und genau geschaut, gibt es irgendwelche Gründe, warum ich schlecht performe? Werden Trades gemacht, die nicht gemacht werden sollten? Werden Trades ausgelassen, die nicht gemacht werden oder die gemacht werden sollten? So rum. Das kommt in meinem Fall sehr selten vor. Nichtsdestotrotz, wenn du alles auf den Kopf stellst, gilt es auch, dich selbst auf den Kopf zu stellen und zu schauen, ob das alles noch so funktioniert. Und 33% gehen sogar darüber hinaus. Und das bedeutet also etwas anders. Es geht eigentlich gar nicht anders, als jetzt entsprechend hier Anpassung vorzunehmen, folglich der Risikoparameter. Also das heißt, ich muss dann das Risiko pro Trade runternehmen. Es wird dann der eine oder andere sagen, ja, aber das geht ja auch auf die Performance. Ja, das ist richtig. Aber an erster Stelle steht der Kapitalerhalt. Dann, wenn dieser gewährleistet ist und wenn ich in der Lage bin, optimal mental auch zu performen, dann kann ich mir anfangen, Gedanken über die Performance und die Optimierung dieser zu machen. Und diese Betrachtung fängt aber erstmal auf der Verlustseite eben tatsächlich an. Und dann könnte man jetzt den Rückschluss ziehen zu sagen, ich reduziere das Risiko zum Beispiel auf 0,5%. Wie gesagt, die Performance wird dann kleiner, aber man sieht zum Beispiel auch glattere Kapitalkurven. Man sieht auch den größten maximalen Drawdown nur noch bei 15,1%. Der maximale durchschnittliche Drawdown liegt zum Beispiel nur noch knapp oberhalb von 10%. Das ist dann schon eher so meine Kragenweite. Auch die durchschnittliche Performance, klar, die geht runter, weil wir weniger Trade verdienen. Nichtsdestotrotz, ich bin ja nicht daran gebunden, nur diesen Ansatz zu traden, sondern ich kann ja auch das als Portfolio von verschiedenen Strategien eben sehen und diese dann versuchen, so ineinander zu stecken, dass ich eine möglichst glatte Kapitalkurvenentwicklung eben bekomme. Ja, und das sei es auch an meiner Stelle tatsächlich gewesen. Ich sehe mich gerade, es ist 10.03 Uhr. Wir wollen nochmal final kurz auf den DAX schauen, was der veranstaltet, ist aber sehr günstig aktuell. Also es sieht relativ gut aus. Desto länger der Handelstag jetzt voranschreitet, glaube ich, desto größer ist die Chance, dass wir es hier auch dann eher mit einer weiteren voranschreitenden Aufwärtsdrift wahrscheinlich zu tun haben. Also der Trade bleibt auf jeden Fall stehen. Und wie gesagt, das Ziel liegt auf der Oberseite um 2.32. Schauen wir mal, ob das dann im Laufe der kommenden Stunden noch abgelaufen wird. Ja, das wäre es meinerseits gewesen. Ja, sehr schön. an der Stelle bleibt mir nur, mich bei dir zu bedanken für das Webinar. Und ich freue mich, dass du nun mit uns im Dezember zwei weitere Termine machst, denn das Feedback ist ja durchaus positiv und es kommen auch immer mehr Teilnehmer hier rein. Also freut mich sehr.
Und wer den Jens auch nochmal live sehen möchte, der wird sicherlich auf der WOT Gelegenheit dazu haben, auch bei uns am Stand. Am Samstag bist du ja bei uns um 13:30 Uhr. Also wenn Sie Jens gerne zuhören möchten und seinen Vortrag sehen möchten, dann gerne bei uns an den Stand kommen. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch eine schöne Restwoche. Passen Sie auf Ihre Position auf. Wie gesagt, 12. Dezember ist dann hier der nächste Termin. Und ja, die Tradition wollen wir beibehalten. Jens hat noch zwei Schlussworte und ich verabschiede mich schon mal. Also vielen Dank. Das werden immer weniger Schlussworte, die du mir vorgibst. Jetzt kann ich eigentlich nur noch Happy Trading sagen, aber Genau. ich würde trotzdem noch ergänzen, Ja, sehr gerne. immer schön auf die Stops aufpassen, das hast du auch schon gesagt, und tschüss. Gut, sehr schön. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.